Die Arbeit in Indonesien geht weiter. Vier Prominente wollen wissen, woher kommt unser Dosenthunfisch? Magdalena Breschka und Miriam Pilau arbeiten in der schwülen Hitze einer Fischfabrik. Für die Männer Christian Rach und Tim Niedernolte geht es aufs offene Meer, auf einen Thunfischkutter. 2, 3. Die Arbeit wird körperlicher. Wow. Wir haben den besten Platz hier, oder? Ist ja der Wahnsinn. Die Anforderungen höher. Die Verletzungsgefahr steigt. Es ist zum ersten Mal, dass ich ein bisschen Angst habe auf diese Reise. Die vier deutschen Gastarbeiter treffen Menschen, die für ihren kargen Lohn viel riskieren. Oh. Teufel. Und unter Bedingungen leben, ist ja Wahnsinn, die für uns unvorstellbar sind. Bitung, Indonesien. 11.000 Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt. Die Stadt ist bekannt für den Thunfischfang. 2 Tage haben die Promis jetzt schon hinter sich. Die harte Fabrikarbeit steckt ihnen in den Knochen. Christian Rach, Magdalena Breschka, Miriam Pilau und Tim Niedernolte sind wieder auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Die Thunfischfabrik PT Delta Pacific in Dotyuna. 1.200 Menschen arbeiten hier für umgerechnet 6 Euro am Tag. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens. Gleich ist Arbeitsbeginn. Für euch Männer habe ich eine neue Aufgabe. Ihr müsst auf einem Thunfischboot als Fischer arbeiten. Die nächsten Tage werden noch härter als die zurückliegenden. Das spüren die Prominenten. Wie lange fahren wir? Einen halben Nachmittag? Oder wie lange sind wir auf dem Schiff? 3 Tage. Es ist richtig starker Wind und ich bin kein Segler. Ich habe einen großen Respekt. Zappelnde Fische, egal in welcher Größe, ist nicht meins. Von daher, davor habe ich Respekt. Der Fischfang in Indonesien ist traditionell Männerarbeit. Für Christian Rach und Tim Niedernolte bleibt nur wenig Zeit, um für die Tage auf hoher See zu packen. Nimmst du einen Schlafsack mit? Klar, Schlafsack und so eine kleine Matratze. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. In einer Stunde müssen die Prominenten aufbrechen. Der Abschied von den einfachen Unterkünften für Saisonarbeiter fällt ihnen nicht schwer. Gar nicht vermissen werde ich mein Klo. Ich kann mich da drin noch nicht mal umdrehen. Das heißt, ich muss rückwärts rein und so raus. Und wenn ich spülen will mit dem Wassereimer, muss ich das eigentlich von hier machen, weil ich mich eigentlich nicht bewegen kann. Aber vermissen will ich es nicht. Trotz der Ungewissheit, noch ist die Stimmung unter den angehenden Fischern gelassen. Ich glaube, wenn wir das Schiff sehen und im Hafen sind, dann hat auch der Kopf gecheckt, okay, es geht wirklich aufs Meer. Wenig später, der Hafen von Bitung. Hier legen die Boote ab. Das Wetter ist nass und stürmisch, als Christian Rach und Tim Niedernolte das komplett aus Holz gefertigte Fangboot erreichen. Die Crew wartet schon auf die Neulinge. Hallo. Selamat siang. Die Besatzung des Schiffs besteht aus rund 30 Fischern. Keiner macht Anstalten, die deutschen Gastarbeiter zu begrüßen. Die Crew ist spooky, finde ich bisher. Ne? Also wir sind ja jetzt seit ein paar Tagen hier und überall, wo wir hinkamen, war freundliche Begrüßung. 1, 2 Brocken Englisch ging immer Indonesisch. Hier ist irgendwie so eine gefährliche Skepsis, beziehungsweise so ein suffisantes Abwarten, so im Sinne von aha. Die Männer an Bord sind von der harten Arbeit geprägt und scheinen von eigenem Schlag zu sein. Unter diesen Bedingungen müssen sich die beiden Prominenten nun beweisen. 3 Tage lang auf hoher See im Pazifik. Am späten Abend, viele Seemeilen vor der Küste, der erste Zwischenstopp. Für den Fischfang kauft die Crew zuerst lebende Köder. In abgezäunten Becken werden behälterweise kleine Fische mitten aus dem Pazifik gezogen. Knapp 1 Euro kostet ein Eimer voll. Die Köderfische sollen den Thunfisch Richtung Wasseroberfläche locken. Ich hätte gedacht, wir fahren jetzt ein paar Stunden raus. Und dann wird geangelt oder gefischt, der Thunfisch. Aber dass diese Stunden bis dahin, also wie es jetzt aussieht, im Grunde darin bestehen, die Nahrung oder die Köder zu holen, hätte ich nicht gedacht. Es ist Mitternacht.
Die Deutschen sind von der Arbeit und der Seeluft erschöpft und auf der Suche nach ihrem Schlafquartier. Where can we sleep? Where can we sleep? Oh. Ah, schlafen. Hier. Es ist ja Wahnsinn. Nicht nur, dass die so schon kreuz und quer da liegen, sondern auch direkt über dem alten Dieselmotor. Ich glaube, da suche ich mir lieber Platz im Freien hier, weil das geht gar nicht. So, wie sieht's aus? Ja, aussehen tut's gut. Riechen gewöhnungsbedürftig, ne? Hängt vom Wind ab. Also Diesel kommt ordentlich rüber, aber hier ist ganz cool. Nice. Krass. Voll krass. Vollgas. Eine harte Pritsche, eine dünne Auflage und darüber die dieselgetränkte Seeluft. Doch die Nacht dauert ohnehin nur kurz. Früh am nächsten Morgen müssen Christian Rach, Tim Niedernolte und die Besatzung wieder aufstehen. Der Kapitän steuert das Boot Richtung Fanggründe. Aber im teilweise überfischten Meer ist lange kein Thunfisch in Sicht. Jetzt ist es irgendwie 8 Uhr morgens. Die Vorbereitungen laufen für den Thunfischfang, aber irgendwie tut sich noch nichts. Das heißt, wir sind über 12, 14 Stunden unterwegs und man kommt dann in so einen Mut rein, so man fährt einfach rum und irgendwie ist einem alles egal so ein bisschen, ja. Den indonesischen Fischern ist die Wartezeit nicht so gleichgültig. Ihre Existenz hängt am Fischfang. Sie haben zu Hause eine Familie zu ernähren und tun alles, um trotz Überfischung Thunfischschwärme zu finden. Denn sonst haben sie kein Einkommen. Wie könnt ihr sicher sein, jetzt hier Thunfisch zu finden? Wir fahren jetzt seit 15, 18 Stunden hier wahllos durch die Inselwelt und kein einziger Fisch gesehen. Der Ort, den wir jetzt ansteuern, ist bekannt für eine große Menge Thunfisch. Und tatsächlich, plötzlich ändert sich die Stimmung. Die Crew hat in einiger Entfernung Möwen entdeckt. Dort könnte Thunfisch sein. Sofort wird ein Signal an die Mannschaft gegeben. Jetzt muss alles schnell gehen. Die Köder werden ausgeworfen. Und dann ist der erste Thunfisch an der Angel. Guck mal, ich komm wieder, Christian, hier, Achtung. Alter, wie die da reinfliegen, ist ja der Hammer. Wow. Der zweite. Alter Schwede. Leck mich am Arsch. Krass. Achtung, da kommt der nächste. Wow. Nächste gleich. Wow. Und richtig fette. Unglaublich. Wir haben den besten Platz hier, oder? Ist ja der Wahnsinn. Dieses Schauspiel aus dem Nichts gerade mit den fliegenden Thunfischen hier. Wow, ich bin total geflasht. Also, so hätte ich das nie und nimmer erwartet. Nach dem Fang dürfen auch die Gastfischer Rach und Niedernolte wieder aufstehen. Die haben uns dann, als es plötzlich losging, auch richtig ohne Diskussion weggeschickt. Weil ich habe einen Fisch ans Bein bekommen. Wenn du den an den Kopf bekommst, dann kannst du auch tot umfallen vermutlich. Deswegen, das muss man beherrschen und das sieht immer alles so simpel aus. Das ist Handwerk, ja. Wie viel würdest du sagen? Ich sag 8 Kilo. So. Oh, nee, mehr, oder? Ja, mehr. 10? 10 Kilo. Die Ausbeute des Tages ist nicht üppig. Bei der Angelrutenfischerei wird jedes Tier einzeln an Bord gezogen. Großer Einsatz mit zum Teil wenig Ertrag. Nachdem die Fische verstaut sind, hilft Christian Rach dort, wo seine große Stärke liegt. In der Schiffsküche. Auf dem Speiseplan natürlich Fisch. Daraus wird jetzt eine Suppe oder Eintopf gemacht. Und unter den Bedingungen arbeiten die hier. Ich kann also kaum stehen. Aber was die machen, sieht gut aus. Da unten mariniert er gerade seinen Thunfisch mit den ganzen Gewürzen und Kräutern. Das Essen für die hungrige Besatzung wird unter einfachsten Bedingungen zubereitet. Ach. Frisch marinierter Thunfisch. Klau mir einfach mal einen Happen. Nach der Stärkung starten die Fischer in nahegelegenen Fanggründen einen neuen Angelversuch. Die See ist nun etwas ruhiger. Deshalb muss auch Tim Niedernolte bei dem gefährlichen Manöver mit anpacken. Es ist super, super glitschig und ich habe gar keine Erfahrung. Von daher bin ich so ein bisschen angespannt, aber wir können ja nicht hier abreisen, ohne es einmal versucht zu haben. Sorry, show me again. Like this? Here? But not this high, only a bit? Or this? No. Nur mit einem kleinen Ruck. Just a small move. Okay.
Gespannt wartet die Crew, ob weitere Beute anbeißt. Doch statt Thunfischen erscheinen dunkle Wolken. Das Wetter schlägt um. Der Kapitän entscheidet abzubrechen. Bei diesem Seegang beißen die Fische schlecht und es ist zu gefährlich. Ende. Finito? Okay. Okay, Ende. Eine falsche Bewegung könnte tödliche Folgen haben. Aus Sicherheitsgründen müssen jetzt sogar die Dreharbeiten auf dem Kutter unterbrochen werden. Zurück in die Thunfischfabrik Delta Pacific Indutuna. Rückblick. Am Morgen, nachdem die Männer zum Fang abkommandiert wurden, müssen Magdalena Breschka und Miriam Pilau wieder in die Fabrik. Sie sind zum Enthäuten eingeteilt. Ihr dritter Tag beginnt direkt mit einer Ermahnung durch die Vorarbeiterin. Guten Morgen. Zieh den Mundschutz richtig hoch und dreh dich um. Du musst die Kappe umdrehen. Sie muss richtig herumgetragen werden, weil du dich dann besser auf die Arbeit konzentrierst und dich nicht ablenken lässt. Naja, hast du gehört. Fokussiert arbeiten, nicht miteinander reden, ja nicht auf die anderen schauen und sehr schnell sein. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen konsterniert, weil was soll man machen den ganzen Tag? Ja, wir müssen wenigstens miteinander reden können. Wenn wir noch nicht mal das dürfen, was bin ich denn dann, eine Arbeitsmaschine oder was? Hier herrschen Monotonie und Strenge. Im Akkord muss die Haut von den Thunfischen entfernt werden. Dabei dürfen die Arbeiterinnen nicht unnötig Fleisch verschwenden, denn das bringt bares Geld. Das Häuten ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben. Magdalena Breschka versucht es mit Vorsicht und kommt deshalb kaum hinterher. Ja, Bauer. Komm mal mit rüber. Ich muss dich aus der Gruppe rausnehmen, weil du zu langsam arbeitest. Ich? Jemand wird es dir noch mal zeigen. Magdalena Breschka wird degradiert. Der Produktionsleiter diskutiert nicht lange und lässt Nachhilfe erteilen. Du hältst das Messer nicht richtig. Ja, tut mir leid, dass ich noch nicht so schnell bin wie die anderen. Ich gebe mir jetzt große Mühe, bis ich umkippe. So. Die beiden Prominenten müssen jetzt in unterschiedlichen Produktionslinien arbeiten. Immerhin darf Magdalena in der gleichen Abteilung bleiben. Und zum Ende ihrer Schicht setzt der Produktionsleiter die beiden deutschen Frauen auch noch für eine Sonderaufgabe ein. An diesen Sieben bleiben die Abfälle aus der Fischfabrik hängen und eure Aufgabe ist es, das Sieb zu säubern. Es ist eine schmodrige Angelegenheit, aber mein Gott. Tapfer machen sich die Frauen an die Arbeit. Die Abfälle bestehen aus Innereien, Gräten, Fischköpfen und Flossen, aufgeweicht in Wasser. Später wird die Masse getrocknet und zu Fischmehl verarbeitet. Diese unangenehme Aufgabe erledigen meist unqualifizierte Arbeiterinnen unter dem wachsamen Blick des Produktionsleiters. Jetzt bringt die Reste da rüber. Mmh. Oh, man riecht's. Oh, man riecht's. Oh, oh. 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 Oh, Teufel. Das ist schief. Wenn's geht, mit einem Schwung, ne? Mhm. Dass wir da nicht noch wild wühlen müssen. Warte, warte, warte. Ich pack auch unten. Eins mit Schwung. Zwei, drei. Der Vorarbeiter ist beeindruckt von den beiden deutschen Frauen und entlässt sie in den Feierabend. Zeit, sich den Tageslohn abzuholen. Hallo. Ja, Magdalena ist schon richtig. Ja. Ich wollte mein Geld abholen, genau. Ich bin Miriam. Umgerechnet 6 Euro für 8 Stunden Arbeit. So viel, wie auch die Einheimischen in der Fabrik verdienen. Die Frauen machen sich auf ins Zentrum von Bitung. Auf dem Markt wollen sie sich gegen Abend etwas Leckeres und vor allem Preisgünstiges zu essen suchen. Gadugan, Christian meinte, dass das sozusagen der traditionelle, klassische, typisch indonesische Salat sei. Den würde ich wohl nehmen. Ja. Du auch? Ja, zum Mitnehmen einfach. Ja, super. Wenn es nach dem Essen ging, könnte ich mich den Rest meines Lebens lang asiatisch ernähren. Ja, das stimmt, ich auch. Gado Gado heißt übersetzt durcheinander. Dabei wird verschiedenes Gemüse als Salat kalt zubereitet, eingewickelt in ein Blatt und sehr gesund.
Kostenpunkt umgerechnet nicht mal 30 Cent pro Portion. Das Gericht hat es in sich. Es ist scharf. Ja, alle Bakterien gekillt. Sehr gut. Sehr lecker. Nach diesem typischen Abendessen aus einer der Garküchen folgt eine kurze Nacht. Am nächsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, geht es wieder in die Fischfabrik. Heute wartet ein echter Knochenjob auf die beiden deutschen Frauen. Kohle schaufeln für die Dampfgarer der Fabrik. Eure Aufgabe ist es, die Kohle aus den Säcken in die Förderschnecke zu kippen. Also, das wird ein Kraftakt heute. Ja. In dieser Halle lagert die Kohle, die die Dampfgarer für den Thunfisch befeuert. 25 Kilo wiegt so ein Kohlesack. Alle 10 Minuten muss der Ofen mit mindestens 3 Säcken geheizt werden. Die Temperaturen sind kaum zu ertragen und die körperliche Belastung ist immens. Ich weiß zwar nicht, wie unsere Fabriken irgendwie, wie das in unseren Fabriken so funktioniert, aber zu Hause macht man einfach die Heizung an und gut ist es. Ja. In der Regel arbeiten hier nur Männer. Die qualifizierten einheimischen Frauen dagegen direkt in der Thunfischfabrik. Doch manchmal müssen eben auch sie ins Kohlelager, falls nicht genug männliche Arbeiter da sind. Es ist eine enorm kräftezehrende Arbeit. Ihr könnt den Sack erstmal liegen lassen und eine Pause machen. Okay. Pause? Heißt es Pause? Oh. Kleine Pause. Die Einheimischen arbeiten weiter. Doch sie gönnen den deutschen Frauen einen kurzen Moment zum Verschnaufen. Die sind die körperlichen Strapazen, gepaart mit Hitze, Schmutz und hoher Luftfeuchtigkeit, nicht gewohnt. Wie geht's dir so? Entschuldigung. 10-mal lieber das, als dieses einen Tag in dieser Familie. Ja. So sehe ich das auch. Also da hast du wenigstens etwas Abwechslung. Etwas, ja. Du musst die Säcke schleppen, Säcke aufschneiden. Du kannst miteinander arbeiten, miteinander kommunizieren. Und da stehst du nur. Immer die gleiche Bewegung, immer die gleiche Bewegung. Da sieht man schon, wie wichtig, auch wenn es nur so wenig Abwechslung, wie wichtig Abwechslung ist. Magdalena Breschka und Miriam Pilau ziehen die Plackerei der Monotonie am Fließband vor. Stunde für Stunde schleppen sie die Kohle, mit der pro Tag bis zu 40 Tonnen Fisch gegart werden. Doch Magdalena plagt seit dem Vortag eine Wunde an der linken Hand. Guck mal, ich hab seit gestern, ich weiß nicht, eine Fischgräte oder was das ist. Aber es ist roter geworden, da ist eine Entzündung drin. Ich glaube, ich würde das checken lassen. Fischgräte. Arzt? Oh, na bravo. Auf dem Gelände der Fabrik befindet sich eine kleine Krankenstation. Für die Mitarbeiter der Firma, also auch für Magdalena Breschka, kostet diese medizinische Versorgung nichts. Die Krankenschwester desinfiziert die Wunde und hat keine guten Nachrichten. Es ist tatsächlich eine Grätte im Finger. Du musst sofort ins Krankenhaus fahren. Dort wird sie rausoperiert. Dass sie das hier nicht behandeln können, ist eigentlich schon merkwürdig. Für so ein Ding muss ich jetzt ins Krankenhaus fahren. 15 Minuten entfernt in die nächste Klinik. Eine Infektion muss ausgeschlossen werden. Und es ist Eile geboten, da jede Abwesenheit einen Arbeitsausfall bedeutet. Hier sieht es katastrophal aus, keine Ahnung. Und jetzt habe ich gerade erfahren, dass ich nicht eine, sondern 3 Gräten drin habe. Und die werden jetzt rausgeholt. Auf welche Art und Weise, weiß ich noch nicht. Aber das ist zum ersten Mal, dass ich ein bisschen Angst habe auf diese Reise. Ich glaube, zuerst war ein bisschen Jod dran und dann wurde der Finger ein bisschen gekühlt und jetzt versucht er das mit der Nadel rauszuholen, was nicht wirklich angenehm ist. Ein bisschen tut schon weh. No. Ja, das fühlt sich jetzt sehr, okay. Sehr gut. Okay? Ja.
ich habe schon wirklich Angst gehabt, als ich ins Krankenhaus gefahren bin, dass ich wirklich die Einzige bin, die sich so doof angestellt hat, sich beim Skinning irgendwelche Gräten in den Finger reinzustechen. Aber nein, der Arzt hat erzählt, dass es tatsächlich mehrere Leute gibt, die täglich dahin kommen. Also bin ich nicht die Einzige, die es geschafft hat. Erleichterung. Magdalena Breschka wird morgen weiterarbeiten können. Am Abend möchten die beiden Promi-Frauen ihren Nachbarn von ihrem Lohn auf den Rummel einladen. Als Zeichen der Dankbarkeit und um mehr über das Leben von Faiz und seiner Familie zu erfahren. Einen Jahrmarktsbesuch kann er sich als einfacher Arbeiter mit zwei Kindern nicht leisten. Guck doch mal bitte, wie der Kleine sich freut. Das ist großartig. Also da freue ich mich irgendwie gleich doppelt mit. Ich glaube, die haben sowas noch nie gemacht. Also so ein Jahrmarkt, so eine Art Mini-Kirmes. Weil auch der Vater, der Faiz, hat ihn immer so geknufft und hat ein Grinsen im Gesicht. War ziemlich rührend. Umgerechnet 40 Cent kostet die Schiffschaukelfahrt pro Person. Hat euch denn gefallen heute? Ja, sehr gut. Wer hatte mehr Spaß, Papa oder Sohn? Ich glaube, wir beide. Beide gleich viel. Habt ihr Wünsche oder Träume? Wir haben die Hoffnung, dass sich in den nächsten Jahren was verändert. Ich meine damit, dass wir in der Zukunft ein eigenes Haus haben werden und nicht immer zur Miete wohnen müssen. Du hast einen guten und sicheren Job und du hast eine wundervolle Familie. Ist das schon immer so gewesen oder kennst du auch die Höhen und Tiefen des Lebens? Wir sind nicht von hier. Dort, wo wir herkommen, haben wir ein Kind bekommen, das krank war und leider mit 3 Monaten gestorben ist. Danach waren wir sehr traurig. Wir bekamen dann noch ein Kind, das ebenfalls nicht leben sollte. Wir sind nach Bitung gekommen, um wenigstens gute Arbeit zu finden. Es war eine schwere Zeit für uns. Nachdem wir hierher gezogen sind, hat meine Frau unsere beiden Kinder geboren, die heute hier und gesund sind. Das ist so eine Geschichte, das hätte ich nicht gedacht. Das haben wir natürlich nicht verdient. Insofern wünsche ich Ihnen von Herzen, dass ich die Hoffnung auf eine größere Familie und auch ein eigenes Zuhause, dass ich das verdammt nochmal empfinde. Gerade ich als auch zweifache Mama von 2 Mädchen, wo alles gut gegangen ist und jetzt solche Geschichten zu hören, ist schon anders geht's einem. Wir haben hier eine einfache Lebensphilosophie. Wir glauben daran, dass man im Leben Zeit und Geduld haben muss und dass dann alles besser wird. Ein bewegender Abend geht zu Ende. Der nächste Morgen auf See. Nach einer äußerst turbulenten Nacht hat sich der Wellengang beruhigt. Gestern hat es so gepisst, dass jeder trockene Platz besetzt war. Und Tim und ich, wir probierten hier so erst auf Deck und wir standen dann senkrecht beim Kapitän auf der Brücke und das Ganze immer bei solchen Wellen. Kapitän, ich sehe eine Menge Leute hier arbeiten. Wie viele Leute sind das? Die Crew besteht normalerweise aus 30 bis 40 Männern. Wenn Sie 30 bis 40 Personen hier haben und weniger als eine Tonne Fisch nach Hause bringen, wie werden dann die Crewmitglieder bezahlt? Meine Männer bekommen keinen Lohn, wenn sie nicht mindestens 5 Tonnen Fisch angeln. Dann sind gerade mal meine Ausgaben für Treibstoff, Köder und Verpflegung gedeckt. Kein Lohn nach dieser Zeit. Das bei diesen brutalen Arbeitsbedingungen, das ist mir unvorstellbar. Die Thunfischbestände in dieser Gegend sind stark zurückgegangen. Um ihr Einkommen zu sichern, müssen die Fischer immer weiter hinausfahren, sind immer länger unterwegs, wochenlang getrennt von ihren Familien und nie sicher, ob sie genug Thunfisch fangen. Weißt du, was das übrigens bedeutet, dass die Arbeiter nichts verdienen? Dass wir auch nichts verdient haben, mein Lieber. Das habe ich auch schon gedacht. Also ich habe insgeheim wirklich gehofft, dass die Mädels so viel verdient haben, beziehungsweise so gut mit dem Geld umgegangen sind, dass die unser Zimmer mitbezahlen können, dass wir alle Schulden plus vielleicht ein bisschen X bei der Gastfamilie abgeben können.
Nach 3 Tagen sind Christian Rach und Tim Niedernolte zurück im Hafen. Der Kapitän wird vermutlich noch am gleichen Tag wieder auslaufen. Vielen Dank. Terimakasi. Sama. So. Terimakasi. So. Und, Terimakasi. Und sag auch nochmal deinen Jungs vielen, vielen Dank für alles. Ne? Bravo. Grosso. Das Modell der Fischer fand ich am härtesten hier in Indonesien. Das ist so eine Provisionsanglerei. Und was die leisten müssen, um die Marge zu knacken, ist manchmal, glaube ich, gar nicht machbar. Und dann komplett mit leeren Händen nach Hause zu gehen, finde ich total ungerecht. Und das hat mich sehr bewegt, weil das natürlich gar nicht im Verhältnis steht zu der harten und schweren Arbeit, die die da jeden Tag abrocken müssen. Währenddessen lernen Magdalena und Miriam ihre letzte Arbeit kennen. Das Filetieren. 8 Stunden Akkord bei 30 Grad in einer stickigen Halle und stechendem Fischgeruch. Dennoch ist die Arbeit in dieser Abteilung begehrt. Sie ist am besten bezahlt. Denn hier geht es um das kostbare Thunfischfleisch. Hast du dich mal umgeguckt? Wieso? Ich finde, das erinnert einen an was. Hühner an der Stange oder so? Viele Hühner. Ganz viele Hühner. Sehr viele Hühner. Ich bin tatsächlich tief beeindruckt über die Haltung und die Motivation der Mitarbeiterinnen. Sie stehen hochkonzentriert an den Tischen und arbeiten, plauschen mal hier und da, wenn es erlaubt ist, aber fokussieren sich doch sehr auf die sehr anstrengende und sehr schnell zu erledigende Arbeit. Und in den Pausen, da wird der Mundschutz vom Gesicht gezogen, da wird gescherzt und gelacht. Und das zeugt davon, dass sie sich, obwohl es wirklich, und da habe ich ja drunter gelitten, eine sehr monotone Arbeit ist, dass sie sich davon nicht kaputt machen lassen. Die Indonesierinnen sind stolz, hier zu arbeiten, trotz der Anstrengungen. 122.000 Dosen Fisch werden täglich in der Fabrik produziert. Miriam Pilau und Magdalena Breschka sind nach ihren Problemen in den ersten Tagen mittlerweile routiniert. Selbst in der Filetierung benötigen sie nur noch manchmal die Hilfe des Vorarbeiters. So. Geschafft. Eine Woche Thunfischfabrik liegt hinter uns. Ganz stellenweise ganz schön hart, ehrlich gesagt. Also die Arbeit. Weißt du, die Arbeitsbedingungen. Heiß, viel Druck, immer schneller. Das ist, glaube ich, das Wort, was ich am allerhäufigsten in dieser Zeit gehört habe. Man muss schneller. Ständig abliefern, liefern. Also fest steht jedenfalls, ich werde nie wieder in meinem Leben ganz neutral und emotionslos eine Thunfischdose weder kaufen noch öffnen. Also die Geschichten und Gefühle, die ich hier in dieser Zeit erlebt habe, die werden jetzt bei jeder Dose mitgekauft. Eine Woche Arbeit in der Thunfischindustrie gehen jetzt für Miriam Pilau und Magdalena Breschka zu Ende. Ein letztes Mal machen sich die beiden auf den Weg, ihren Lohn abzuholen. Dankeschön, vielen Dank. Terimakasi. Bye bye. Oh! Hallo, ihr beiden. Ihr habt euch besser geschlagen, als ich gedacht habe. Ich bin wirklich stolz auf euch. Ich möchte euch auch gratulieren und euch Thunfisch überreichen, den ihr hergestellt habt. Damit ihr feststellen könnt, wie wunderbar das schmeckt. Bitte. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Nach 5 Fahrtentagen verlassen die beiden Frauen zum letzten Mal die Fabrik. Am Abend wollen sie sich mit einem gemeinsamen Essen von der Gastfamilie verabschieden und die Heimkehr der Aushilfsfischer feiern. Ihr habt ja Farbe gekriegt. Wir beide haben nichts verdient, den ganzen Trip. Und alle anderen Fische auch nicht. Weißt du warum? Erst wenn man 5 Tonnen Fisch fängt, kriegen die Geld. Und dann aber auch gutes Geld. Wir haben alles nur eine unter Tonne. 5 Tonnen ist all in or nothing. Wir haben eine. Ja, aber es geht doch nicht. Andere verdienen doch mit dem Fisch, auch wenn er unter 5 Tonnen ist, verdienen die doch Geld. Die 5 Tonnen werden gebraucht, nur um die Fixkosten des Fangs abzudecken. Die Fischer tragen ein großes eigenes Risiko. Das wird den 4 Prominenten immer klarer.
Okay, wir machen es jetzt auch ein bisschen spannend. Alright. Dreimal dürft ihr raten, was es gibt. Tuna in the box. Here we go. Ja, das ist unsere Abendessen. Ja? Yeah? Wir müssen genießen, tut mir leid. Dazu jetzt ein bisschen Bohnen mit kleinen Schalotten, säuerlich und ein paar Bratkartoffeln. Ich kann mir vorstellen, mir und ein Bier. Mach du mal. Und? Wie lecker der schmeckt. Guten Appetit, guten schön, Appetit. Dass ihr heile wieder da seid. Guten Appetit. Ein gemeinsames Essen mit frischem Thunfisch, quasi aus eigener Herstellung. Voller Respekt und Wertschätzung leeren die Prominenten ihre Teller. Eine Woche haben die vier Promis in Bitung verbracht, das Leben von Fabrikarbeitern und Fischern geteilt. Zu den gleichen Bedingungen wie die Einheimischen. Hallo, hallo. Sena Pagi. Hey. Bye, bye. Thank you very much. Ja, danke. Fakt ist, ich werde nach wie vor günstige Produkte im Discounter kaufen, aber mit einer anderen Haltung. Und ich gucke anders hin. Und ich drehe vielleicht die Dose auch um und schaue, wo sie herkommt, aus welchem Land. Und habe zumindest jetzt eine Ahnung, auch bei anderen Produkten, was da an Produktionsaufwand hintersteckt. Alright, pass auf. Das hier ist für das Essen. Yeah. Und das hier ist das, was wir noch verdient haben für dich und deine Frau. Okay? Prima, Kasi. Bye, bye. Hier, Mr. Ratzeputz hier. Goodbye. So. Bye. Kimakasi. Das geht echt ans Herz. Jeder Abend war großartig, jeder Morgen, jedes Treffen. Und auch jetzt wieder der Abschied. Alle Kinder da, Fall strahlt, seine Frau. Das sind Eindrücke, die werde ich lange, lange mitnehmen. Hoffentlich erstmal gar nicht vergessen. Wir würden mehr für den Thunfisch bezahlen im Nachhinein, weil wir wissen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Ja, also Discounter ist nicht der Böse, aber der Thunfisch ist zu billig. Und am Ende geht es auch um ganz menschliche Bedürfnisse. Ich freue mich auf Dusche und heute Morgen ein bisschen rasiert mal und ein vernünftiges Bett. Das kann ich nicht abstreiten. Zeit für den Abschied. Was bleibt, sind unvergessliche Erfahrungen, wichtige Erkenntnisse und die unbezahlbaren Begegnungen mit den Menschen aus der Thunfischindustrie Indonesiens.